Diese Sendung wird präsentiert von der Krebsliga. Lust auf eine Veränderung? Einfach gesund versorgt euch jede Woche mit Wissenswertem für einen gesunden und bewussten Lebensstil. Was in der Chili-Sauce hat Zucker? Auf unserer Website einfachgesund.tv und auf unserer App findet ihr täglich neue Tipps, um in Schwung zu kommen und zu bleiben. Kraftstoff. Ob Bewegung oder Beauty, Moderator Franco Marvulli geht der Sache auf den Grund. Hallo und herzlich willkommen zu «Einfach gesund». Heute mit dem Thema Gesundheit. Unser Gast, ein Self-Quantifier. Das sind Menschen, die alles ganz genau messen. Ob Blutzucker, Schlaf, Gewicht oder Kalorien, sie machen alles, um ihr Leben zu optimieren. Ich jogge heute nicht zum Vergnügen. Ich bin selber zum Self-Quantifier geworden. Und was ich an mir gemessen habe, das sehen wir heute in der Sendung. Gesund und fit sein, wer möchte das nicht? Der Weg dorthin sieht etwa so aus. Ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, eine positive Einstellung, aber auch genügend Zeit zum Entspannen darf nicht fehlen. Klingt einfach. Mit der Umsetzung, da tun wir uns oft schwer. Schnell sind die guten Vorsätze vergessen und wir werden nachlässig. Die Konsequenz, wir fühlen uns antriebslos oder gestresst und Gesundheitsbeschwerden können die Folge sein. Vorbeugen ist besser als heilen. Unseren Lebensstil können wir weitgehend selbst beeinflussen. Also los! Zum Teil braucht es ein wenig Disziplin, sich von alten Marotten zu trennen und neue Abläufe in sein Leben zu bringen. Wer jedoch auf sich achtet, kann vielen Krankheiten vorbeugen. Beispielsweise kann ein Drittel aller Krebserkrankungen durch einen gesunden Lebensstil verhindert werden. Gesund leben und bleiben. Eine Investition in sich selbst, die sich hoffentlich lange auszahlt. So. Achim, ciao. Hallo. Du bist jetzt ein Self-Quantifier, ihr messet alles. Ich habe das erste Gadget schon gemessen. Und zwar ist das ein spezieller Socken, der was misst? Einerseits, ob du zuerst am Vorderfuß aufkommst oder auf der Ferse. Und ob das die Laufform ist, die jetzt für dich stimmt, die du trainieren willst. Anders heißt die dreidimensionale Bewegung im Raum, ob du stabil bist. Und das Ganze gibt es als Feedback, als Coaching über die Kopfhörer von deinem Smartphone. Try to land on your midfoot. Fußlauf, Druckmesser haben wir jetzt getestet. Gibt es noch andere so ausgefallene Messgadgets, die du mitgenommen hast? Zum Beispiel diese Gabel für Personen, die zu schnell essen. Die warnt dich mit Vibration. Okay. Die meldet dir zurück, es vibriert, wenn du zu schnell isst. Dann wartest du einfach, bis sie wieder grün wird. Und dann kannst du den nächsten Happen nehmen. Und normalerweise sollte es jetzt schon vibrieren oder rot werden. Und jetzt machst du Stopp hoffentlich, weil das Vibrieren nicht so angenehm ist, wenn es im Mund ist. Also sie fühlt sich recht cool an. Ist aber wie wenn du Batterie abschlägst. Nein, es vibriert wirklich im Maul. Jetzt darfst du wieder. Optimieren kann man nicht nur die Geschwindigkeit von seinem Essverhalten, sondern auch die Qualität des Schlafs. Für das gibt es unzählige Messgeräte. Und für alle die, die kein Messgerät daheim haben, für die haben wir jetzt unsere Tipps. Erholsamer Schlaf ist wichtig für unser Wohlbefinden. Diese Tipps können dir zur Verbesserung der Schlafqualität helfen. Führe ein Schlaftagebuch und finde heraus, wie viel Schlaf du brauchst. Halte fest, wie oft du in der Nacht erwachst und wie lange du geschlafen hast. Vermeide am Abend koffeinhaltige Getränke, Nikotin und Alkohol. Sport ist zwar gut, um Stress abzubauen. Anstrengende Sporteinheiten zu späten Abendstunden wirken aber anregend. Ein warmes Bad macht schläfrig. Das Wasser sollte 35 bis 38 Grad warm sein. 10 bis 20 Minuten Badezeit reichen aus. Schlaf lässt sich nicht erzwingen. Anstatt hin und her wälzen, lieber das Licht anmachen, lesen und quälende Gedanken aufschreiben.
Ein Quantified Selfer hat natürlich nicht nur ein Gerät. Er misst so viel und oft wie möglich. Achim, ich bin mega gespannt, was du sonst noch für Messgeräte dabei hast. Ganze Tasche voll. Das ist Situ, eine Waage, wo dir die Kalorien sagt. Wenn du dem Smartphone sagst, was du da drauflegst, das misst sie das dann auch. Das ist ein Blutdruckmessgerät, was die Werte auf eine Webseite hochlädt, wo ich dann gerade auch damit zu meinem Arzt gehe, wenn ich täglich messe. Das hier ist so ein Multifunktionsgerät, das Garnet Scout. Das misst deine Körpertemperatur, es misst, wie viel Sauerstoff in deinem Blut ist, es misst deinen Blutdruck und deinen Puls und das alles, indem du es hier anlegst. Und was macht man genau mit dem? Das sieht irgendwie aus wie eine Brille ohne Gläser. Das ist ein EEG, was deine Hirnströme misst und dich mit einer App beim Meditieren unterstützt. Es geht um Atemmeditation, die dann sagt, ob du ruhig bist oder sehr abgelenkt und sehr den Kopf voller Gedanken hast. Gesund leben interpretiert jeden ein bisschen anders. Wir haben zwei Experten gefunden, die uns ihre Meinung über das Thema Gesundheit erzählen. Um bei guter Gesundheit zu bleiben, gibt es die verschiedensten Behandlungsmethoden. Dazu schauen wir uns zwei Varianten aus der Komplementärmedizin an, Akupunktur und Rolfing. Rolfing ist eigentlich eine manuelle Technik, also mit der Hand, mit den Fingern, mit der Faust, mit dem Ellenbogen. Also man geht sehr langsam, sehr tief ins Gewebe hinein, bis man die Schicht findet, wo etwas nicht stimmt. Speziell am Rolfing ist eigentlich, dass der Hauptansatzpunkt dieser Methode die Faszien sind, Körperfaszien. Unter Faszien versteht man bindegewebige Umhüllungen, die im Körper eigentlich alles mit allem verbinden. Sie umgeben alles, was wir anatomisch anlängen können, Organ, Skelett, Knochen, Muskeln. Die Faszien können natürlich im Verlauf des Lebens aufgrund von Wachstumsstörungen, Unfall, Stress, was auch immer, verkleben und nicht mehr in ihrer Funktion wirken. Und wir probieren dort, wo sie verklebt sind, dort, wo sie sich verändert haben, manipulativ wieder zu lösen. Die Komplementärmedizin lässt sich sehr gut alleine einsetzen oder auch in Kombination mit der Schulmedizin. Die Vorteile sind, dass die präventiven Maßnahmen weit vielseitiger sind und dass durch die komplementären Maßnahmen die Gabe von Medikamenten, von chemischen Medikamenten verhindert werden kann oder hinausgezögert werden kann. Zum Beispiel bei viralen oder bakteriellen Infekten, wo man sich dann das Antibiotikum spart. Die Akupunkturform wird in der Schmerztherapie eingesetzt. Es gibt jetzt eine Studie von der Charité, wo zeigt, dass vor allem bei Allergien, bei Kopfschmerzen, Wirbelsäulenschmerzen, auch bei Menstruationsbeschwerden 80% Erfolg besteht. Es gibt Untersuchungen mittels speziellen MRIs, wo man sieht, dass der Nadelstich und das Anregen der Nadel einen Effekt im Gehirn auslöst. Und man weiß, dass Endorphine ausgeschüttet werden, das sind die körpereigenen Schmerzbotenstoffe. Ein körpereigener Botenstoff entweicht uns täglich in luftiger und duftiger Weise. Von Blähungen wird niemand verschont. Blähungen entstehen ganz normal als Stoffwechselvorgang im Körper. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, wird die verdaut und dort entstehen auch Gas. Es kommt ein bisschen darauf an, was für Lebensmittel man zu sich nimmt. Gerade Hülsenfrüchte oder Kabis zum Beispiel sind besonders bleiungsfördernd. Die einfachste Lösung bei Blähungen ist, Dampf abzulassen. Ist Furzen gesund? Furzen? Ich glaube schon, dass Furzen gesund ist. Der Körper dort Gase produzieren und die müssen irgendwie entweichen. Die Frau ist meistens peinlich als der Mann. Männer sind dadurch, glaub, auch offener. Und ihnen ist dann auch nicht so unangenehm, wenn sie mal halt rutscht. Ja. Man muss, sonst explodiert man. Ich glaube, jeder macht es auch daheim, versteckt, auf der Toilette, wo auch immer. Was nicht jedes Mal muss raus, egal wo. Das ist ja wie Niesen oder Gähnen. Muss raus. Ganz raus. Man kriegt ja bekanntlich Bauchschmerzen, wenn man es nicht rauslässt. Im Endeffekt ist es etwas Witziges. Willst du Körper entlastet von Gas, du bist nicht so aufgeregt. Das ist gesund, ja. Pupsen ist weder ungesund noch
noch gesund. Es ist ganz normal. Jeder Mensch produziert pro Tag 1,5 Liter Luft, die irgendwie wieder aus dem Körper raus müssen. Und von dem her etwas ganz Normales. Achim, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Es war sehr spannend, diese Geräte kennenzulernen, die Messgeräte. Und euch noch den Tipp vom Tag. Findet heraus, was euch antreibt und setzt euer Ziel. Ob Self-Quantifier oder nicht, mit oder ohne Gadget, wichtig ist, verliert euer Ziel nicht aus den Augen. Sips, das sind die Geschwister und Musiker Coco und Steh. Sie leben in der Schweiz und in L.A. Jede Woche stellen sie sich einer neuen Aufgabe. Dieses Mal eine Woche alles für einen gesunden und erholsamen Schlaf tun. Etwas, wo man leider viel zu wenig Priorität gibt im Leben, ist der Schlaf. Eigentlich sollte man ein Drittel vom Leben schlafen, aber gewisse Leute wie ich finden immer noch irgendeinen Grund, um noch schnell auf dem Handy etwas googlen oder noch schnell auf Facebook gehen oder irgendeinen Film schauen und womöglich dabei noch einschlaft mit dem Licht an und dann am Morgen völlig verpeilt aufwacht und einfach nicht die Erholung bekommt, die man sollte. Darum haben wir hier ein paar Tipps zum besseren Schlafen für euch. Erstens, durch den Tag genug machen. Nicht rumhängen, irgendetwas, sondern dich richtig ausleben am Tag und aktiv sein. Die Lösung ist einfach, sich voll auszugeben am Auftritt und demnach kriegt man dann auch einen guten Schlaf. So, Handy ab. Und das Handy gibst du mir? Das Handy kann ich auch draussen holen. Mein Geheimtipp, all die, die nicht einpennen können. Autogenes Training von meinem Grossi gelernt. Und dann denkt man, dass der Kleinfinger ganz tief ins Bett aber sinkt. Und dann der Ringfinger und dann einfach alle nacheinander. Es ist 6:45. Auch sehr wichtig ist das Aufwachen. Dass, wenn der Wecker läutet, dass man sofort aufsteht und nicht immer wieder snoost. Nein, snoosen darfst du eben nicht. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, ich brauche 8 Stunden. Wenn ich nur 6 Stunden schlafe, geht das vielleicht einen Tag gut. Und nachher nochmal 6 Stunden. Am nächsten Tag merke ich, dass das Immunsystem geschwächt ist. Und es schlägt bei mir sofort auf die Stimme. Ich glaube, was ich mitnehme aus dieser Woche, ist, dass es wirklich sehr viel bringt, wenn man das Handy einfach weglegt, wenn du ins Schlafzimmer reingehst. Ich weiss, es ist schwer, aber es hat mir wirklich viel gebracht. Sehr wichtig für einen erholsamen Schlaf ist auch, was man isst, bevor man ins Bett geht. Natürlich nicht Kaffee, ein paar Stunden bevor man schlafen geht. Eigentlich am Mittag schon nicht mehr. Kein Alkohol und nichts Schweres zu essen. Was isst du, bevor man ins Bett geht? Ja, ein bisschen Glasse. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr gesundes Leben, dann geht doch einfach auf unsere Website einfachgesund.tv. Dort werdet ihr täglich mit neuen Infos und Tipps rund um ein gesundes Leben informiert. Das war es für die Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche bei Einfach gesund. Franco Marvulli nimmt Lach-Yoga-Unterricht und findet heraus, was es braucht, um glücklich und gesund zu leben. Mach mit beim Einfach-Gesund-Wettbewerb und gewinne einen von 5 Schrittzählern, offeriert von der Krebsliga. Und am Ende der Staffel verlosen wir unter allen Teilnehmenden den Hauptpreis. Ein Jahresabo für eine Bio-Früchte- und Gemüsebox. Was kann beim Einschlafen helfen? A. Ein warmes Bad. B. Laute Musik. Sende eine SMS mit dem Kennwort Gesund A oder Gesund B und deiner Adresse an die Nummer 920. Eine E-Mail an einfachgesund@z1.ch oder rufe uns an unter 0901 560 063. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Teilnahmeschluss ist am Dienstag. Diese Sendung wurde präsentiert von der Krebsliga.